Also, wir haben die Nintendo Wi-Fi Connection. Das dürfte ja klar sein, dass wir dann hier Wi-Fi spielen können. Statistikbuch und Party-Modus 10 gucken wir uns mal kurz an, was wir hier machen können. Also, Fütterungszeit haben wir, Retro-Melodien, Hitzkopf-Hockey und Völker Brawl. Also, wie gesagt, das sind Minigames. Na gut, das packen wir noch in ein Video rein. Komm. Spielverlauf. Wirf mit Früchten, um Mutant-Tyrannia zu füttern. Je größer die Frucht, desto mehr Punkte erhältst du. Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt. Aha. Gut. Ein Spieler. Wählen wir Mario. So, was haben wir denn hier zur Auswahl? Daisys Garten? Docks? DK's Docks? Oder? Jetzt nehmen wir mal Warios Fabrik. So. Das Let's Show beende ich noch nicht, aber erstmal will ich jetzt noch mich um die Minigames kümmern. Bam, 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 bam. Es wird ein Spaß, das gleich alles nochmal auf Englisch aufzunehmen. Fütterungszeit der Raubtiere. Oh yeah, ich weiß aber eigentlich, dass man Petys Mund noch falsch hat. Okay, wir haben oben links wohl eine Anzeige. Ah, warte, wie funktioniert es? Ich muss also warten, bis die Früchte runterkommen, oder was? Ah, das sieht man im Schatten. Ach ja, sind ja. Ach, was mache ich? Das ist ja die Steuerung von Basketball. Ich Vollidiot. Okay. Also, wir müssen. Jetzt. Okay, ich hab's verstanden. Also, an der Hand der Schatten sehen wir, welche Frucht runterkommt. Und dann müssen wir uns PT nähern und ihm. Wenn wir es könnten. Und nicht so dämlich wären wie ich. Früchte in den Schlund werfen. Ich weiß aber eigentlich, dass man Peti da nur abspritzen soll, ne? Wie war das? Okay, wir müssen innerhalb dieses Halbkreises hier sein, um gescheit treffen zu können. Ob man Spielern einen Ball abnehmen kann, weiß ich nicht. Ach so, und Achtung vor den Bob-Bombs. Okay, das macht Sinn. Oben links haben wir eine Anzeige, welche Frucht welche Punktzahl mit sich bringt. Gut. Bonuszeit. Was heißt das? Jetzt gibt's. Ah! Oh Gott. Ah, es gibt Melonen. Ich habe einen Frosch im Hals und kann nicht sprechen und ich habe keine Melone erhalten. Super. Obwohl, nein, Fesch würde sagen, ich habe Hamster im Hals. Hamster, Dentist. Irgendwie bin ich zu unfähig. Ah, Bombe. Bin ich zu unfähig, in den Schatten zu treten. Moment. So, geht doch. Und geh fort. Toll, jetzt habe ich das Obst weggeschmissen. Ich habe meinen Obst weggeschmissen. Also ihr seht, ich bin grottig schlecht, aber gut, ich spiele das jetzt auch heute zum ersten Mal. Aber was ich jetzt kann ja noch werden, ne? Mit den Punkten. Ah, 100, das sieht auch schon mal nice aus. Früchte! Früchte gibt's hier! So. Was ist denn da hinten los? Schon wieder ein Kirak und ein Shy Guy, der Kirak und ein Spear Guy, der total am Abgehen ist. Die sind alle voll am Abdancen, die Shy Guys. Ich finde, das sind lustige Charaktere mit ihrem Wow. Es müsste echt mal öfter Shy Guys in Spielen als spielbarer Charakter geben. Das ist lustig. So, nochmal einen schönen Danken da rein. In den Mund von Petey. Komisch, ey. Also, in Sunshine füllen wir ihn mit Wasser ab. Hier sollen wir ihn vollstopfen. Und in Brawl ist er unser Feind, was? Oh, ich hab doch noch gewonnen. Interessant, wie ich noch aufgeholt habe. Wario wählt sich am Boden, weil er eine runde Bauch hat. Guck mal, wie das aussieht, wie der wackelt. Oh, ist das genial. So, dann haben wir dieses Show geschafft. Fütterungszeit, jetzt gehen wir mal zu Völker Brawl. Weiche den Bob-Bombs aus, die Kanonen abfeuern. Erwischt dich eine Explosion, verlierst du Energie. Der Spieler mit der meisten Energie am Ende gewinnt. Das klingt doch auch wieder nach Spaß. Okay. Was haben wir hier? Mario Arena? Geistergaleone? Rangierbahnhof. Jetzt nehmen wir mal den Bahnhof. Ja, wenn ihr euch wundert über die komische Aussprache, die ich eben verwendet habe. Ich hatte auch 4 Jahre Französisch, aber ich habe einen Großteil wieder verlernt. Von daher. Völkerbrawl. Waluigi. Nein, Luigi. Ich bin ja nicht Waluigi. So, also das heißt, wir müssen ausweichen, okay. Ah, wir können. Oh, ich habe schon Energie verloren. Sehe ich das richtig? Nee.
Wow, hier geht's aber gerade zur Sache. Meine Güte. Also das heißt, so wie wir A drücken können. Okay, ich hab's verstanden. Wir müssen uns mit Hilfe der Drehattacke die Bob-Bombs vom Leib schaffen und die können wir auf andere Spieler ablenken. Oh, oh Gott, oh Gott. It's aiming for me. Nein, 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 nein. Geht weg. Wer also am längsten übrig bleibt, hat gewonnen. Was war denn das für ein Bob-Bomb? Der ist hier voll über den Boden geschlittert. Geht weg. Nein. Was zum Henke? Ich bin gleich tot. Ich laufe jetzt nur noch. Run, Luigi, run. Oh Gott, nein, 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 nein. Es folgt mir. Ich bin im Fadenkreuz. Wow, chill doch mal, Kollegen und Kollegas. Was ist denn das für ein Bob-Bomb? Der dreht sich ja die ganze Zeit mit. Ach, wir drehen uns ja auch. Wow! Ich merke erst jetzt, dass mich das Ding die ganze Zeit unaufhörlich wegschiebt. Ich realisiere zwar, dass es mich dreht, aber wie gesagt, es ist so viel ongoing on the screen. Oh, Donkey ist schon ausgeschieden und ich bin auch draußen. Wow! Double Kill. Naja, die Zeit wäre eh bald abgelaufen. Von daher. Ach, wir müssen alle überleben. Und wir haben alle verloren. Naja, aber dennoch hat... Nein, doch nicht. Gut, Bowser Jr. hat gewonnen. So viel zu diesem Minispiel. Auf zum nächsten. Was haben wir denn da Feines noch? Ah, Retro-Melodien klingt so genial, das will ich mir noch aufheben. Deswegen spielen wir jetzt Hitzkopf-Hockey. So, stoße deinen Gegner mit Superschwingen vom Spielfeld, um zu punkten. Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt. Na, das könnte doch einfach sein. Dann nehme ich Yuzu! Was haben wir denn hier? Sorbetmeer? Grüppel Rafting? Und, Feuerberg. Das lässt mich auch in einen Mario Party Minigame erinnern. Und zwar aus Teil 2, die neu aufgelegte Version von Kugelchaos. Oh, ich habe eben gemerkt, mein Mikro ist etwas nach unten verrutscht. Ich hoffe, ich habe nicht zu sehr ins Mikrofon gepustet. Wenn doch, dann tut es mir leid. Ich habe mir Mühe gegeben, das nicht. So, das heißt, wie rübeln wir? Ah, einfach nur das Schütteln der Wiimote oder was? Wow, Toad. Oh, Toad, chillt mal, chillt mal, chillt mal. Guck mal, du machst da unten wieder Rising of the Midgets kaputt. Es hat. Ach, komm, fall runter. Ein bisschen hat es auch schon was von, dem Party-Spiel für die normale alte Xbox Kung Fu Chaos. Wer das nicht kennt, ich bin ins Wasser, in die Lava gefallen, ins Wasser gefallen. Ja, genau. Ach Gott, ist das genial und noch die Musik dazu. Echt, ich komme mir vor, wie so auf so einem Schwanensee verarme. Sterbe in der Schwanensee. Oh, von oben kommt was. Oh mein Gott. Oh, what has happened to the quality? Oh, Bowser, chill doch. Chill mal. Was hat er getan? Oh, da von oben kommt wieder was. Warum kann ich ihn nicht runterschlagen? Los, fall runter. Fall runter, du Fettsack. Okay, die Kamera geht hier die ganze Zeit mit. Das ist ja übelst brutal. Und die Zeit rennt aus und ja, die Steuerung hier ist echt schwammig. Gott, ich bin wieder runtergefallen. Und vorbei. Okay, das heißt, Waluigi hat gewonnen. Habt ihr gehört? Waluigi, die Number One. Waluigi. So. Ist mir egal, ob ich verloren habe. So. Ja, das Einzige, was eigentlich jetzt nur noch fehlt für die Wii, ist ein dritter Teil von Mario Golf. Ich weiß, ich habe noch kein Mario Golf Spiel gespielt, aber ich finde sie interessant. Dass ich sie nicht gespielt habe, muss ja nicht heißen, dass sie mir nicht gefallen. Ich hatte nur noch nicht die Gelegenheit dazu. Also, ja, schreiben wir mal alle Miyamoto und mach mal was. So, Retro-Melodien, Spielverlauf. Nimm mehrfarbige Bälle und Bälle in der Farbe deines Spielers an, um die Melodie zu vervollständigen. Teamwork ist bei diesem Spiel alles. Mhm. Jetzt bin ich aber gespannt. Na, ich nehme nochmal hier diese Kombination. Was haben wir denn? Ozean-Klasse? Chocobo? Chocobo Rhythmic? Ja, okay, es macht Sinn, es ist Square Enix. Deswegen, ja. Mario Sport.
Wir nehmen mal den Ozean-Klassiker. Dann will ich... Hört es euch an. Damit ich sagen kann... Fuck you, Blooper. Das gibt voll den Nostalgie-Kick. Ach, da geht die... Geht der Nostalgiker in mir hoch. There has to be somewhere. Oh yeah, what? Mario time. Ja, warum sag ich wahr? Okay, ich muss jetzt mal mein Headset etwas lauter machen, damit ich was höre. Oh, geil! Ich hab grad keine Ahnung, wer in meinem Team ist. Achso, ich sehe es dann immer, welche Farbe. Ah, das sagt mir mal an, wer gerade annehmen muss. Gut, ich muss annehmen. Das ist geil. Das ist also so ein Misch aus Mario Volleyball und Guitar Hero. Und schaut es euch an, der Shy Guy, der die ganze Zeit da kurbelt. Ist das geil. Vor allem die Kurbel ist fast doppelt so groß wie der Kerl. Ich sag's ja, Rising of the Midget. Ich hab ihn verfehlt, nein! Oh, geht auf Englisch, Stachelball. Ich hab dieses Lied noch nie so weit bis am Stück gehört, ja, klar, weil es eigentlich fast wie in einem Loop immer gleich läuft, ne? Oh, ist das genial, das Spiel! Also, da bin ich mal gespannt, was man noch so freischalten kann. Aber ihr merkt, also ich bin begeistert von diesem Mario-Sportspiel. Ich meine, ich habe schon seit der E3, E3, wie immer ihr es nennen wollt, darauf gewartet, dass es rauskommt, von daher. Und es hat Wi-Fi-Funktion, das ist ja das Geniale. Und funktioniert wohl von Wi-Fi, was ich gesehen habe, wie bei Brawl, Kart oder Strikers, also mit Freundescode oder Random Battles. Das finde ich gut. Ich gehe hier voll ab gerade wegen der Musik, das ist so nostalgisch. Das ist. Ich bin gerade hart am Faust einfetten, ne? Wie war das? Wow, 66er Combo. Also ich glaube jetzt gleich, wenn ich einen Cut mache, werde ich nochmal privat die anderen Rhythmusspiele ausprobieren. Aber das war genial, das war richtig genial. So. Dann gehen wir hier auf Spiel beenden. Stufe 2, Bloopers Maze jetzt für Retro. Ah ja, okay, das ist interessant. Also wenn man was meistert, dann kommen neue Melodien hinzu. Haha, das finde ich. Das werde ich jetzt ausprobieren. Also das wird das erste Minispiel sein, auf das ich mich komplett stürze. Gut, wie gesagt. Also mir hat Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen, den schon mal jetzt anzuspielen. Ich werde mich jetzt privat darauf stützen. Bisschen so, ihr habt jetzt zum Beispiel gesehen, wenn ich jetzt mal irgendeine Sportart auswähle, es gibt Turniere und alles, ne? Außer den Matches und dann gehen wir mal online, ja, also erstmal offline spielen, dann um fit sein für Online-Matches. Wenn ihr gegen mich mal spielen wollt, mein Freund ist Cold, seht ihr, wenn dieses Video oben ist, auf meinem Kanal. Ich verabschiede mich dann, wünsche euch noch ein schönes Wochenende, weil das geht jetzt dieses Wochenende hoch und dann sage ich, tschüss Leute!